Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Wir haben hier wiedergefunden, einen Dämonenjäger, der seine Familie rächen will, die nur aus Feiglingen bestünde oder bestanden hat. Und wir wollen ihm da jetzt helfen, seine Schuld... Such dir wen anders zum Reden. Entschuldigung, seine Schuld reinzuwaschen. Hey, da kann mal Zähne stehlen. Wahnsinn! Wo bleibst du? Ja, ich bin eh da. Mach keinen Stress, Alter. Wenn komm her, Hundi. Au. Bitte. Hier endlich, du elende Scheißvieh. Jetzt stehen wir vor dem Eingang. Ja. Wollen wir weiter? Bitte. Natürlich. Natürlich. Alles klar. Sei vorsichtig. Ja, gleichfalls. So, die Zahnteile nehmen wir mit. Die können wir immer brauchen. Sei endlich. Blut, ja, Teleportstein einsetzen. Doch. Sehr gut. Der kämpft aber allein. Ah, Edward hilft ihm. Gut, das wollte ich haben. Endlich. Wo ist er denn? So, den Scherz haben wir mal. Da wartet der Hundi auf uns. Da mal Schergen. So, der Hund ist einmal hin. Gott sei Dank, das war cool. Das war aber edel. Das hat cool ausgeschaut. Au. Ich sollte mal was trinken. Ja. Treff hier endlich, du elende Scheißvieh! Richtig. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Kalador bleib fast nur noch aus Ruinen besteht. Ja, ja. Wo ist die großartige Zivilisation aus den Erzählungen? Nicht mehr anwesend. Das war damals schon schlimm. So. Goldquarz. Oh, noch einer. Ich hab nicht gesehen. Das war's mit dir, du Mistvieh. Geht ja. Winter, wartest du mal ganz kurz? Ich will hier looten. Bitte? Ich möchte mich hier kurz mal umschauen. Was denn kann man den Teleporterstein jetzt? Hä? War da was? Nein. Winter ist schon wieder davon gestürmt. Ah. So. Ja. Ab jetzt wird's ungemütlich. Aha. Dann geh weiter. Geh weiter. Okay, aber pass auf. Die Schatten lauern überall. Selbstverständlich. Klingenblatt. Oh, das wird lustig. So, schnell hinstimmen. Und zack. Okay. Der eine ist sowieso buggy. Beziehungsweise scheint er nur auf Dings zu gehen. So. Sehr gut. Und den Schergen noch. Der kann super cool ausweichen. Hast du gesehen? Der kann blitzen. Daneben. Ist schon klar. Steht vor der Nase. Daneben. So muss ich ausschauen. So, Schattenwaffe. Warte mal ganz kurz, Herr Dämonenjäger. Keine Zeit fürs Ausschaut. Ich wollte mir jetzt nur die Schattenwaffen holen. Und der ist wieder woanders. Yes. Au. Weg mit dir, du Mistviech. Köder. Sehr gut. Du kriegst mich nicht, du nicht. Sehr gut. Geht eh? Der tut ihm nur so, wie wenn er Feigling wäre. Kann ich super kämpfen, der Kerl. Kommst du? Ja, ja. Halt, da war noch was. Höllenhund tot. Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Das waren vier tatsächlich. Der hat das super hingemacht. Los jetzt. Hey, da ist noch ein Scherge. Der Dämonenpack muss sterben. Zack. Au. Der ist hinüber. Sehr, geht ja. Schattenwaffe. Hat er da noch irgendwas versteckt?
Schaut nicht so aus. Wo bleibst du? Ja, ja. Immer dieser Stress. Das ist nicht gut für meine Haut. Los jetzt. Ja, ja. Ich speichere mal. Nervbolzen da. So. Zack, zack und zack. Und jetzt pass auf. Jetzt pass auf, jawohl. Das ist schon erledigt. Den haben wir gut blockiert jetzt. Au. Au. Okay, das Hundi muss weg. So. Hundi ist jetzt gleich weg. Passt. Jetzt die Scherbe. Aua. Au. Trinken wir es hier. Jetzt habe ich meinen ganzen Fuß weggesoffen. Au. Zack. Zack. Auf, Skushi. Aha, das ist eine Schattenjägerfähigkeit. So, der ist. Autsch. 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 So, aufs Maul jetzt. Reicht's aber da. So, zu zweit. Das hat jetzt gut ausgeschaut. So, jetzt aber. Ja, genau. Ach, ich liebe diesen Spruch. Das war's mit dir, du Mistvieh. So. Kommst du? Gleich. Da waren doch zwei Hundis. Wo sind die hin? Nehmen wir halt die hier. Er hat schon wieder irgendwas gepult. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Zack. Autsch. Aua! Was soll denn das? Au, au, au! Das Hundsfisch. Es ist unglaublich. Alter! Was ist denn? Stehst du heute drauf? Du solltest eigentlich das Hundsviech erledigen. Au, au, au. So, wenn der mal weg ist, geht's auch schon leichter. So, fertig. Unfassbar. So, Waffe. Da ist sie. Hier ist nur ein Knochen, sonst nix. Da haben wir einen. Da ist noch was. Hat das aufgehoben? Jetzt. So. Wow, langsam. War fast runtergefallen. Huch. Los jetzt. Los jetzt, jawohl. Geht ja gar nicht so schlecht, oder? Das nimmt kein Ende mit dem Weg. Nein. Das sind Kühle auch schon. Au. Au. Oh, zwei. Super. Super gepult. Ah, der erste schon hin. Das ist schön. Der ist sehr schön. Ja, ich hab mir Mühe gegeben. Ein Stück Knochen. Wo bin ich? Hier. Wo bleibst du? Ja, ja. Mann, hätte nicht gedacht, dass ich es bis hierher schaffe. Ja. Da drüben ist er. Kannst du ihn sehen? Oh mein Gott. Gegen so einen habe ich noch nie gekämpft. Ja, ich sehe ihn. Das ist der größte Albtraum, den Kalador je gesehen hat. Ja, diese Schattenlord sind nicht ohne. Dieser Mistkerl hat meine ganzen Männer auf dem Gewissen. Lass uns angreifen. Ich warte mal kurz.
Okay. Er rennt automatisch los, oder was? Hör auf damit. Na, tut er nicht. Gott sei Dank. So, okay. Blutwurzel. Nehmen wir auch mit. Ich esse noch schnell was. So. Dann, lass uns loslegen. Lass uns angreifen. Ja, folge mir. Es ist an der Zeit, Rache zu nehmen. Ja, wir sind zu dritt, das wird wohl werden. Das Dämonenpack muss sterben! So, au! Hä, wo ist er? Au! Oh mein Gott, Schiang. Passt, sehr gut. Jetzt können wir die Schergen noch mit der Ruhe umhauen. Ja. Der noch platt. Sehr gut. Die Mistviecher sind wirklich überall. Duck und umgehauen. Sehr gut. Tut man noch schön fleißig. Na, du schicher Hammer. Ein rohes, schwarzes Herz. Stinkt fürchterlich. Ja. Aber strahlt eine gewisse Magie aus. Ja. Das brauchen wir auch für unser... für unsere Seele, ne? So. Ich laufe hier nochmal kurz rundherum. Toter Dämonenjäger. Oh. Halt. Gold. Klinge des Krönungsschwertes. Oh. Ich würde sagen, das hier, ne? Gut, ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Gut. Ich werde jemanden in der Zitadelle nach deinem Großonkel fragen. Ja, das ist gut. Ein dunkler Krieger müsste die alten, ruhmreichen Heldentaten meines Großonkels kennen. So, so. Jetzt ist er auch noch ein Held. Du hast doch keine Ahnung. Dann erzähl mir mehr von ihm. Ja, ja, schon. Verschon mich damit. Nein, erzähl mir mehr. Dann erzähl mir mehr von ihm. Entschuldigung, das kommt gerade so dazwischen. Randolph hat sich sehr um das Volk in Kalador verdient gemacht. Mhm. Darum haben sie ihn sehr verehrt. Hm. Sein Land wäre genau der richtige Ort, um als Seefahrer den Lebensabend zu verbringen. Der Blick aufs Meer, die kühle Brise. Soviel ich weiß, fuhr Randolph nie zur See. Sicher? Nein. Frag die dunklen Krieger in der Zitadelle. Sie wissen mehr als ich. Okay. Nur sie werden mir bei meinem Geburtsrecht weiterhelfen können. Okay, dann... So. Dann hier das Gold noch einsammeln. Die Runde hier noch fertig machen. Vielleicht liegt hier noch jemand rum. Da gibt es halt viel zu erkunden schon wieder eigentlich. Hoppala, ich bleib da hängen. Das wollte ich nicht. Einen Baumwürger. Und da hinten war nichts, ne? Na. Gut, dann schauen wir mal. Beenden wir die Quest, ne? Da. So. Ich sollte vielleicht speichern vorher. Nicht, dass der uns was Böses will. Was ich zwar nicht glaube, aber möglich ist ja alles hier. Und? Der Schattenlord ist erledigt. Der Schattenlord ist erledigt. Wirklich? Bist du dir da ganz sicher? Der kommt nicht wieder. Dem Himmel sei Dank. Ich dachte schon, ich müsste hier auf ewig verrotten. Ich danke dir. Ohne dich... naja. Nicht der Rede wert. Ich muss zurück zur Zitadelle. Die anderen werden sicher schon auf mich warten. Wir sehen uns. Cool. Aber dass hier nur ein Dämonenkrieger übrig ist, ist komisch. So, ich schaue mal einen Sprung darauf, ne? Wenigstens haben wir jetzt schon einen Teleporter. Das ist ja schon mal was. Ah, da ist noch ein Scherge. Es nimmt kein Ende mit den Biestern. Aha. Das sind nur Schergen. Die dürfen wir jetzt auch zu zweit schaffen, glaube ich. Ah.
muss nur aufpassen, dass ich nicht sterbe. Immer feste drauf. Au. Zack. 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 Du kannst dich schon herumhüpfen. Das bringt dir nichts. Schattentöter bekommen. Holla. Oh. Nice. So, du Radler. Einer ist immer der Stärkere. So ist das normal. So gehört sich das. So, der andere ist fort. Ah, hier ist. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden, ne? Das schaut ja alles so verwinkelt aus. Da könnte man ja durchaus meinen, dass es hier noch was gibt. Eine Waffe oder irgendwas. Apropos Waffe. Da haben wir so einen Questgegenstand für eine Schmiede oder so bekommen, ne? Ausrüsten kann man das nicht, oder? Piratenbüchse haben wir bekommen. Aber sonst bleibt die Schattenklinge unser, ne? Unser bestes Ding. Die linke Hand. Ja, es ist halt das Problem, wenn wir jetzt eine Büchse ausrüsten, ne, dann ist die zwei beidhändig. Also, ihr wisst schon, ne? Also, dann kann ich kein Schwert mehr benutzen. So. Das ist kein Ende mit den Biestern. Ah, da liegt noch jemand. Schau mal. Zack. 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 Wäre echt nicht schlecht, hier fertig zu erkunden. Das rentiert sich gerade. Da. Zack. 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 Sehr gut. Dämliches Untot. So. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Schatulle. Und hier altes Wissen. Voodoo-Puppe. Und sonst nix. Nekromant. Aha. Ui, Dick, die Truhe ist heftig. Da geht noch nichts. Wow, Alter. Das war jetzt gelungen. Muss ich jetzt echt sagen. Jetzt habe ich mich echt erschrocken. Dass der von der Decke hüpfen kann, hätte ich jetzt nicht gerechnet. So. Entschuldigung, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte nur schauen, ob ich den Ghoul hier looten kann. Ja. Knochen. Kerzenhalter. Bronzeknarre. Ein Löffel. Okay. Pokal. Ah ja. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Ein Skelettchen. Endlich hat der Kampf ein Ende. Sehr gut. Ein Schädel. Schön ist hier. Also hier muss es echt mal schön gewesen sein, so wollte ich sagen. Ah, da haben wir noch so einen Goldquarz. Aber sonst scheint da nichts mehr zu sein, ne? Nein. Zack. Gucken wir mal. Oh, was haben wir hier? Scharfauge. Hier ist nichts.
Ah, da vorne waren wir schon. Okay, jetzt haben wir hier quasi das mal umrundet. Hier oben ist soweit eh nichts, ne? Nee. Darunter zu fallen wäre auch nicht schlau. Das würde böse wehtun. Gut. Hier sind wir theoretisch auch fertig. Dann können wir mal wieder hier runterschauen. Vielleicht... Aha, hier haben wir noch was. Beere. Hier herüben waren wir noch nicht. Klingenblatt. So, hier oben waren wir auch nicht. Gibt es aber scheinbar nichts Interessantes. Man muss sich hier ja leider ein bisschen umschauen, ne? Hier ist soweit auch nichts. Da drüben schaut es verdächtig aus, ist aber auch nichts. Okay. Kann man hier hoch? Ja. Hier haben wir was. Eine Truhe. So, mal gucken. So, zack und offen. Wurfdolch, Gold und Knochen nehmen wir alles mit. Haben wir hier hinten noch was? Eine Treppe? Aha, da kommen wir hier wieder hin. Ich glaube, da waren wir ja schon. Halt. Höllenhund, Wurfmesser. Nimmst du's? Danke. Noch eins. Da wären wir dann auch fertig. Waren wir hier schon? Nein, aber da gibt es eh nichts Besonderes. Dann sind wir hier auch fertig. Und dann sind wir hier eh schon wieder da draußen. Und ich glaube, da gibt es soweit dann eh nichts mehr. Ja, passt dann eigentlich. Weil hier waren wir ja schon. Aha. Hier müsste man irgendwie reinkommen. Zu dem Armtropf. Oder waren wir da schon drin? Ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass das Tor sich öffnen lässt? Weil der ist hier eingesperrt, ne? Hier. Da, schon gefunden. So. Also. Ah, das war zu viel. Na, das passt überhaupt nicht. Okay. Na, das passt auch nicht wirklich. Meh. Ich bin ein Profi. Da ist überhaupt gar kein grüner Edelstein. Ich glaube, das hätte ich einfacher lösen können. Immer selber, ne? Ah, jetzt haben wir's. Schau, geht ja. Super. Gut, dass ich das noch gefunden habe. Oh ja, schon wieder sowas. Ja, ja, ist schon gut. Au, au, au. Au, Edward. Du dürfen kämpfen.
Autsch, 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 Edward. Bitte. Mistviech, elendiges. So, also. Dann habe ich gerade Trank für die Trank der ewigen Jagd. Jetzt habe ich's. Astrolabium. Was ist denn das schon wieder? Jägerhorn. Was? Ist das jetzt Plunder? Wahrscheinlich, ne? Ah, die müssen wir auch aufmachen. Na also. Geht doch. Das Käse nehmen wir auch mal auf. Keine Ahnung, was da jetzt drinnen war. Kristallfackel, Gold, Papageienflug war drin. Okay. Was ist das? Astrolabium. 50 ist es wert. Nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft gefertigt. Aha. Und das Jagdhorn. Ein gut gearbeitetes Jagdhorn. Ziemlich wertvoll. Okay. Und sonst hat er wahrscheinlich nichts. Da fällt mir gerade ein, ich wollte noch die Bücher lesen, nicht? Wie der große Murai zum Beispiel. Ich glaube, das war jetzt eins davon, ne? Erzählungen über einen Piratenkapitän. Einst war er ein großer Piratenkapitän. Er plünderte und tötete. Nicht, weil er es musste, sondern weil es ihm Spaß machte. Manchmal auch aus Langeweile. Die Piraten nennen ihn den großen Murai. Die Inquisition nannte ihn einen blutrünstigen Schlechter. Er hatte viele Namen und ihm werden viele Legenden angedichtet, aber eine davon taucht immer wieder auf. Die Geschichte um den Schatz des Murai. Manche sagen, er lege mit ihm zusammen auf dem Grund des Meeres. Andere erzählen davon, wie er einen Pakt mit einem Geist geschlossen hat, um diesen Schatz mit in das Reich der Toten nehmen zu dürfen. Sicher ist nur eines, dieser Schatz ist für die Sterblichen dieser Welt unerreichbar geworden. Dann wird er schon im Reich der Toten sein. Dann werden wir sicher eines Tages hinkommen und dann... Denke ich, blast das schon. Verstehst? Das blast schon. Jetzt habe ich aber das andere vergessen, was wir noch lesen hätten können. Dum, 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 dum. Das habe ich vergessen. Geheimnis der Zitadelle, die Zitadelle-Brief. Der Bau der Zitadelle auf unserem Kalador gefiel niemandem so richtig. Was sollte das? Wieso bauten ein paar vermummte Gestalten ein solch riesiges Gebäude mitten auf unserer Insel? Anscheinend waren sie berechtigt dazu, der Bürgermeister unternahm nichts dagegen. Die Zitadelle wurde heute fertiggestellt. Ich habe mit einer Einweihungsfeier gerechnet oder zumindest einem Festmahl, aber nichts dergleichen passierte. Konstant stehen zwei Wachen vor der Tür und lassen niemanden herein, außer er ist einer von ihnen. Sie nennen sich selbst Jäger der Schatten, was auch immer das heißen soll. Notiz eines Nekromanten. Das letzte Buch ist verfasst, der letzte Tropfen aufgebraucht. Der kostbare Lebenssaft verschwendet in diesem Körper. Wenn mein Geist hinübergleitet, wird seine Botschaft wie ein Geschwür wuchern und den letzten Widerstand brechen. Ein Mensch stirbt, ein Gott entsteht. Na wunderbar. Sowas kann man immer brauchen. Piratenkodex, das war's, genau. Der Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens, wer's findet, darf's behalten. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, zu einem Duell mit eigenen im eigenen Hafen müssen beide Gegner einwilligen. Achtens, wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Das war's, genau. Schön. Hätten wir das auch geklärt. Gibt's noch mehr solche Gefängnisse? Ich hoffe nicht. Dann hätte ich nämlich schon ein paar übersehen, ne?
So. Dann würde ich sagen, hier runter. Hier runter. Ah, toter Dämonenjäger, den habe ich auch übersehen. Kreole erhalten. Was, das sind das schon wieder. Das ist jetzt wieder so was Ähnliches wie das andere Ding mit A. Kreole, Kreole, Kreole. Bergkristall. Bäh. Jetzt finde ich es natürlich nicht. Ist eh logisch. Ich finde es gerade echt nicht. Was ist denn eine Kreole? Ich bin so gebildet. Finde ich gerade nicht. Ist das dann was Benutzbares? Nein. Magie vielleicht? Nein. Und Ausrüstung? Oh, wir haben was Neues gefunden. Einen Blankenbrecher. Oh, 25 bis 70. Macht der Damage? Alter. Hiebwaffenschaden. Die schwere Klinge liegt gut in der Hand. Kann ich sie führen? Tatsächlich. Ja, nice. Magierflorett. Ist auch nicht so schlecht. 35 bis 50. Azurklinge. Azurklinge, Magierflorett. Aha, kann man aufwerten. Wenn wir noch einen Smaragd hätten, könnte man eine Azurklinge draus schmieden. Blaues Feuer zeugt von mächtiger Magie. Wow. Okay. Sollte man, glaube ich, dürfte man aufbehalten, ne? Entermesser zu Piratenmesser ist jetzt auch nicht besonders stark, ne? Nein, nein. Nice. Ja, den Blankenbrecher behalten wir jetzt mal, ne? Hätten wir noch was für die linke Hand, eine bessere? Den Bronzeknarre da. Na. Da ist die Pistole noch okay. Schön. Ah, wäre das vielleicht was zum Anziehen gewesen, dieses komische Teil? Da tatsächlich, Kreole. Hier, ach so. Das ist natürlich ein Ohrring. Aha. Einschüchtern kriegen wir dazu. Der klassische Ohrring der Seefahrer. Ja genau, das sind diese großen, einfach nur auf einer Seite, ne, das eine große Ohrringel, was sie haben. Schön. Passt. Next one. Liegen hier doch ein paar Dämonenjäger rum. Ich habe das nicht mitbekommen. Aber dafür laufen wir jetzt eher ein bisschen hier in der Weltgeschichte rum. Damit wir eben noch jemanden finden. Da oben zum Beispiel noch ein Goldquarz. Hier hinten liegt niemand. Ah, da sind wir schon wieder hier drin. Ja, passt. Dann sind wir eigentlich schon wieder draußen. Gut, gut. Und er ist bei seinem Lagerfeuer. Ah, da oben ist auch eins. Blutwurzel. Da oben war ich noch nicht. Altes Wissen haben wir hier noch. Und Rum. Rum ist ganz wichtig. Lagerfeuer. Ja. Dann können wir uns einmal hinlegen, würde ich sagen, bis zum nächsten Morgen pennen. Und dann gehen wir wieder zurück ins Fischerdorf, würde ich sagen. Und der Part ist auch zu Ende. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!